Hallo Internet, es ist sehr leise. Wir haben Dr. Wily durch seine Festung gejagt und er scheint sich hin zurückgezogen zu haben an seinen Rückzugsort. Es ist das letzte Level aus Mega Man 2. Nein, es ist abgewandelt. Da gab es nämlich keine zusätzlichen Spielränzchen. Dann gucken wir mal, ob wir den Dr. Wily jetzt hier möglichst schnell Dingfest machen können. Drittel Energie weg! Ja, ist schön ruhig. Ich habe mal nachgeschlagen. Man benutzt den Pharao. Das ist wahrscheinlich wieder eine Wily-Kapsel. Eigentlich war hier der Alien Wily im Original Mega Man 2. Ich hoffe, es verhält sich nicht so wie der, weil den konnte man nur mit einer Waffe machen. Wenn man einen E-Tank benutzt hat, hat der Boss auch Energie bekommen. Ende. Oh, ist nochmal gut gegangen. Schön aus der Zelle raus zu sein. Ja. Danke, dass du mich gerettet hast. Wie bist du? Meine Brille nicht auf. Eine Selbstzerstörungssequenz. Oh nein, Dr. Wily verschwindet. Such dir den Notausgang, Dr. Light. Ich stoppe Wily. Was ist, wenn ich jetzt da unten gehe? Da komme ich nicht durch. Das wäre jetzt geil gewesen. Echt noch ein richtiges Level. Ein scrollendes Level. Okay, noch würde ich sagen, dass ich das cool finde, aber ich bin auch noch nicht gestorben. Dann gucken wir mal, wie sich das. Was? Das entwickelt. Ja, es macht schon mal sehr Spaß, schon zu Beginn. Ganz schön kopfloser Mega. Ich glaube, so viel Galbe, dass ich aufgehe. Hey! Das kann man ja alles in die Outtakes packen. Irgendwie hat das jetzt gerade was. Lauf, 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 lauf. Der Scheiß drauf. Oben wartet Donkey Kong. Runter bin ich gut.
ein Achievement. Der war jetzt leichter als der Rest. Oh! Jetzt den halt mal noch runtergeschüttet da, geschubst. Oh, mit einem Seil! Das ist ein Mega Man 6 Artwork nachgemacht. 6, das Ende von 6 und der Anfang von 7. Okay. Ich werde nun wieder zurückkommen. Rache ist mein. Und ich werde da sein, um dich wieder einmal aufzuhalten, du Otto Lauch. Kevin. Yeah. Ja, ich würde gern was über die Entwickler erzählen, aber ich kann den Namen schon nicht aussprechen. Peter. Sjostrand, Edgar, Schiboledo, sowie ein paar andere. Ich behaupte mal, das Spiel wurde nicht unbedingt in Deutschland entwickelt. Danke an Capcom und Keiji Inafune, der ja leider nicht mehr bei Capcom ist und zuletzt irgendwie 3 Mega Mans angefangen hatte, von denen dann alle von Capcom eingestampft wurden. Deswegen haben wir ja seit Mega Man 10 nichts Neues mehr gesehen. Ja, verdammt, das Spiel war schwer und ich habe auf leicht gespielt. Also, das Spiel hat auf jeden Fall ein paar Macken. Der 3D-Effekt ist jetzt nicht besonders hübsch, nicht super innovativ, dass der das Gameplay jetzt groß erweitern würde. Es ist nur an 2-3 Stellen wirklich so für die Darstellung ganz witzig, aber das war's dann auch. Spielen tut sich wie jedes andere Mega Man auch. Ich habe jetzt dummerweise über einen Computer mit meinem Gamepad jetzt das Problem gehabt, dass ich andauernd an das untere Steuerkreuzende gekommen bin und der andauernd statt zu hüpfen gerutscht ist. Sonst wäre das Let's Play wahrscheinlich eine halbe Stunde kürzer geworden. Keine Ahnung, wie viele Parts das jetzt sind. Das wird nachher alles zusammengeschnibbelt und dann schauen wir mal. Danke fürs Spielen und euch danke fürs Zugucken. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Ha. Kann man als nächstes machen, wenn ihr Vorschläge habt. Fanentwicklung, Megamans, haut's in die Kommentare. Ich freue mich über jeden Kommentar. Oh Gott. Daumen nach oben. Megaman trinkt jetzt erstmal einen Red Bull. Keine Werbung. Schön. Na dann, tschüss!